Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute sieht es bei mir mal ein bisschen anders aus. Ihr seht heute keine Wolle. Also wer eine Häkel- oder Strickanleitung erwartet, wird jetzt leider heute in diesem Video enttäuscht. Wir machen uns heute unsere Anhänge, unsere Maschenmarkierer fürs Stricken selber. Das kann man ganz wunderbar selbst machen. Hier habe ich schon mal einige vorbereitet. Moment, einen habe ich noch. Wo ist er hingeplumpst? Da. Hier. Sie ganz individuell gestaltet. Was ganz Schlichtes. Das sind jetzt die Markierer, die wir mit beim Stricken auf die Nadel nehmen können. Ich habe mir jetzt hier mal eine Nadel geschnappt. Das geht dann einfach so drauf und dann kann man weiter stricken. Ich hänge sie jetzt mal alle dran. So, richtig schön bunt, da hängen sie. So, was brauchen wir jetzt dafür? Wir brauchen eine Zange und zwar habe ich hier so eine Schnabelzange. Da kann man hier hinten Draht durchschneiden und hier vorne kann man zusammendrücken. Dann habe ich hier einen ganz, ganz dünnen Schmuckdraht. Hier ganz fein und ganz dünn. Man kann dafür aber auch wunderbar Angelsehnen nehmen. Ein dünnes Gummi würde ich nicht machen, das könnte reißen. Eine dünne Wolle kann man verwenden und. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier das Schmuckdraht, das kriegt man auch für ganz wenig Geld. Müsst ihr mal schauen, ab und zu auch mal in der Drogerie wie Rossmann oder so hat das auch im Angebot. Wenn nicht, verlinke ich euch das mal unten in der Infobox. Ich habe meins über Amazon gekauft. Aber man kann mit einer Spule wirklich ganz, ganz viele Anhänger machen. Und hat da vielleicht auch gleich eine wunderbare Geschenkidee für Geburtstage, Weihnachten oder einfach zwischendurch. Also feiner Schmuckdraht. Ja, dann verschiedene Perlen. Das hier sind Quetschperlen. Und ich hole mal eine raus. Das hier ist ein Krümel, aber da, ups, das ist die Quetschperle. Ganz fein, ganz dünn, sieht man kaum auf dem Finger. Die brauchen wir ganz zum Schluss, um unsere ganzen Perlen zum Halten zu bringen. Aber wenn die einmal gequetscht sind, dann halten die wirklich bombenfest. Die kommen bei der Schmuckherstellung sehr, sehr gern zum Einsatz. So, fangen wir mal an. Also, wir machen uns ein gutes Stück ab. Ich mache da immer lieber ein bisschen mehr als zu wenig ab. Und habe jetzt hier so knapp 25 cm Draht. So, jetzt suchen wir uns mal eine Perle aus. Dann nehme ich jetzt mal hier die blaue. Fädel die auf die eine Seite drauf. Nehme dann die andere Seite von meinem Schmuckdraht und fädel die auch durch das Loch, so dass dann beide offenen Seiten auf einer Seite von der Perle rausgucken. Wir gucken jetzt beide offenen Enden raus und mit dieser Perle ziehe ich mir jetzt meine Schlaufe. Das heißt, hier bestimme ich jetzt, wie groß meine Schlaufe dann für die Stricknadel sein soll. Ich will das jetzt ungefähr so haben. So kann man es gut sehen. Da wird die Perle festgehalten. Und dann mit dem Schmuckdraht oben nochmal, da wo die Schlaufe ist, einfach durch das Löchlein durch. Von unten durchgezogen. Und mit der anderen Seite auch. So fixieren wir die Perle oben und haben damit auch schon unsere Schlaufe fest.
So, die könnt ihr jetzt entweder schön zusammenschieben, die zwei Streben, oder ihr macht eine links und eine rechts. Ich habe hier Markierer dabei, da habe ich beides gemacht. Hier habe ich es einmal auf der Seite und einmal auf der Seite, sodass die ganze Perle nochmal silbern eingefasst ist. Oder hier habe ich es auch zusammengeschoben. Also das könnt ihr ganz individuell gestalten, wie ihr das wollt. Draht ein bisschen anziehen, dass der gut an der Perle dran liegt. So, und jetzt können wir hier schon auffädeln, wie wir es gerne haben wollen. Ich nehme jetzt mal so einen Stern. Achtet bitte darauf, dass ihr es nicht so schwer fädelt. Nehmen wir mal so eine. Und dann gleich die noch mit, die kam ja gleich mit raus. Und machen wir noch ein bisschen was dran. Was machen wir noch dran? Und dann machen wir noch eine Blume. Ja, das reicht schon. So, ich habe jetzt hier eine blaue Perle, mit der habe ich meine Schlaufe festgemacht. Dann einen Stern, dann die weiße, was Orangenes, die weiße und eine Blume. Also sprich, diese Länge wäre dann mein Maschenmarkierer. Ist eine schöne Länge. So, jetzt nehmen wir uns so eine Quetschperle auf. Da müsst ihr darauf achten, dass wirklich beide Fäden in der Quetschperle sind, dass da kein Faden daneben ist. Schiebt die ganz nah an eure Perlen ran. Meine ist gerade in der Blume verschwunden. Moment, ich muss sie wieder rausschütteln. Da ist er. Ganz nah ran. Alles nochmal in Position schieben. Und dann gehen wir mit der Zange, mit dem Schnabel an die Quetschperle und drücken das zusammen. Einfach feste drücken. Und schon ist die Quetschperle breit und unsere Perlen können nicht mehr weg. Jetzt knipst man nur noch an der Quetschperle direkt ab, so dass der restliche Draht dann verschwunden ist. Moment, ich drehe mal die Zange, sie ist besser. Und wir haben unseren wunderbaren Maschenmarkierer. Also wie ihr seht, wirklich ganz schnell, ganz individuell gemacht. Und dann kann er auf die Stricknadel und kann mit, ja, mitstricken. So, und da kann man sich dann so richtig schön austoben. Ich habe sie jetzt alle nochmal hingemacht. Den haben wir jetzt gerade zusammen gemacht. Wie ihr seht, man kann die auch in allen Längen machen. Das sind jetzt, hier haben wir jetzt einen längeren gemacht. Hier haben wir was Kürzeres. Also so, wie wir das gerne haben wollen. Und so können wir mal uns wunderbar und ganz individuell unsere Maschen markieren. Und haben nichts von der Stange. So, meine Lieben, ich mache mir mal noch ein paar. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Ihr habt viel Spaß beim selber basteln. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne mal die Fotos von euren wunderschönen Maschenmarkierern schicken. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Bastel mir noch ein paar. Wir sehen uns dann im nächsten Video.